Auf geht's. Langsamer. Wir kommen zurück. Schauen wir mal. Ui. Langsamer. Müssen wir zu Philippa kommen. Gibt es dort ein Portal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben es schon entdeckt. Genau da reiten wir jetzt hin zum Portal. Laufplätze. Das wäre immer her. Mitten im Busch. Okay. Nicht so schnell, Plätze. Check mal lieber ab. Wir müssen ja über das Dach hin. Und auf den Zaun springen. Auf. Vielleicht bringt Lars. Zack. Wir kommen dort nicht hin. Wir müssen echt mit dem Boot dahin fahren. Es gibt dort Karten. Grr. Also. Mit Launen setze in Kartrolde in Bötchen. Was mache ich denn hier oben? Heilige. Ich würde gerne da runterspringen, aber das wird so wieder doof. Okay, das war dumm. Weil dumm war uns halt hier hin geworden. Schnäppele und Bödele. Wir könnten aber auch erst noch. Wie viel haben wir denn einstecken? Ganz schön viel schon. Da steckt man so ein Schmied war gar nicht so schlecht. Was haben wir denn hier an Loot? Um uns jetzt hier zu ballern, würde ich gerne mal noch verkaufen gehen. Und zwar bei unserem allseits beliebten, wie heißt der schnell, genau, in Novigrad. Und zwar nehmen wir da den der König der wilden Jagd Atori. Mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfahr zwischen den Welten. Der Eper. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Das Ding ist, dass man die anderen Waffen ja auch noch irgendwann mal kraften müssen. Also Katze und ich mag halt die Bärenrüstung. Ich mag alle Rüstung, auch die Wolfsrüstung. Trinken wir. Der ist ja der weiße Wolf. Und wir gucken dann mal, wie wir dann weiterfahren. Bärenrüstung finde ich jetzt erstmal cool, aber wir können erstmal ein bisschen gucken, was wir alles machen müssen. Grüß dich, Ape Herr. Hallo, grüß Ape dich, Herr. Was kann ich für dich tun? Jo, wir verkaufen. Nee, anfertigen ist gerade nicht so. Was hast du denn im Angebot? Du kannst mich dann höchstens mal reparieren, durchreparieren. So. Alles verscherbeln hier. Nee, das nicht. Mhm. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, Handwerk reparieren. Alles reparieren. Jo. Gut. Das lassen wir hier. Verlegen brauchen wir nichts. Handeln könnte er uns eventuell noch was abnehmen, was schwer ist. Ich denke mal, ja. Was soll es? Ein Käse braucht kein Mensch. Ich habe so viele. Die wiegen alle so ein Kilo. Ne? Die müsste ich irgendwann alle mal irgendwo hin tun. Vor allem mal aussortieren von dem Zeug, was wir doppelt haben. Du weißt Gott, ja. So viele. Köpfe hier was drin, ne? Also solche Trophäen. Von jedem ein bisschen was, ne? Gut, kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu in die Sammlung.
Könnt ihr auch irgendwann mal schauen. Vielleicht kann ich mal meine Tränke und meine Bomben wieder auffertigen. Aufwerten. Aber jetzt gerade nicht. Wir machen jetzt Lipa. Ist der Plan. Irgendwann läuft es raus. Also, was soll es sein? Na, das ist doch klar, das ewige Feuer. Lang lebe Radovid. Guck mal hier. Und guck mal hier. Achso, das ist Wegelblut. Gedächtnisrennen. Das können wir ja alles noch machen irgendwann. Jetzt will ich das erstmal abschließen. Hier ist auch noch ein Ausrufezeichen. Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Skellige. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Boot, was dahin führt. Wir können das jetzt von hier aus machen. Oder von hier aus. Wenn wir von hier aus fahren, ne, dann nehmen wir hier auf jeden Fall hier noch solche Dingers mit. Na gut, wir fahren mal von hier aus. Der König der wilden Jagd reist mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfahr zwischen. Kannst aber sehen, wir müssen dann gleich wieder vorfahren. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Das wäre aber natürlich. Ist nicht so schlimm, wenn man das mitnehmen könnte. Aber mehr lassen es mal liegen. Ich mache das andere Mal. Jetzt wollen wir zu Philippa. Habe ich gesagt, wir fahren jetzt zu Philippa. Die gute Flipper. So. Ist das Boot okay? Können wir das nehmen? Ah. Bläh. So, zack. Ich glaube, das Boot hängt fest. Okay, nehme ich halt ein anderes. Was haben wir denn hier? Ich würde fast sagen, den als erstes. So Stück für Stück. Wir arbeiten jetzt vor. Das ist der Weiße Hai. Hast du das gesehen? Da war der Weiße Hai. Weiße Wal, Entschuldigung.
beiden habe ich jetzt schon genutzt. Das hier? Ne, das, oder? Ja, die, ich weiß nicht, normalerweise. Ich nehme die jetzt mit. Es nützt alles nicht. Die liegen halt auf dem Weg. Was soll ich denn jetzt machen? So, weiter geht's. Ich komme ja nie an, wenn das so weitergeht, ja. Müssen wir dann vorneweg nochmal verkaufen, bevor wir reingehen. Ja, schade. Soll ich jetzt machen? Da ist wahrscheinlich, oder? Gut. Da sind wir wieder. Also ich nehme jetzt bloß die mit, die an der Küste sind, hier direkt auf dem Weg. Also den noch und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir da.
Tja. Wenn ich wieder hochkomme, habe ich kein Boot mehr, so wie das aussieht hier. Ich bin ja gierig. Heiland. Was haben wir schon? Ja, das machen wir. So, eins noch, ein Schmugglerversteck. Das hier. Dann haben wir es geschafft. Klasse. Ist mit seinem Boot einfach da drüber gerumpelt. Was ein Kunde, ey. Geralt, du solltest lieber bloß Monster töten. Gary hat's halt nie einfach. Aber leicht hat's ihn. Nein, Schmugglerversteck. Wer hat's denn gedacht? Oh, schon wieder. Alter. Und raus. Hüpf. Gut. Na dann. Haben wir den Zünden? Na gut, 50 geht. Markierung, alte Gruft, okay. Gut, Philippa ist bestimmt schon hier. Oh Gott, es hat gerade geklingelt, Leute, ich bin sofort wieder da. Hier ist er wieder. Entschuldigung. So. Gucken wir mal, was die Philippa für uns hat. Da ist er. Einfach großartig. Hey, sieh dir das an.
gehen wir. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Vilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Zeig mir, was du zu bieten hast. Liebe. Ich verirre mich schon. Ach ja, lang. Ja, wir könnten die später. Wir machen das erstmal hier. Massiv. Willst du hier nicht im Aas rumfingern? Wir haben hier schließlich was vor. Magie. Ein Mord der Mann. Serbumba. Magie. Na da. Magie. Immer täglich frisch auf den Tisch. Zack. Ja, da geht's. Springen oder was? Also, wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. Fertig. Gehen wir. Mir sind die Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Triss spielt Ciris große Schwester, wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Genau. Wenn du es also auf einen Fünfer abgesehen hast, da ist eindeutig kein Platz. Hollem. Hallo, ich bin der Golem. Haben wir es jetzt? Kommen wir weiter. Hexer! Hexer! Ilipa, Ilipa! Hey! Und jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts? Nee.
bitte sehr. Mal eben das Licht anschalten hier. Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Du wirst mit dem Kaiser arbeiten. Findest du das nicht spannend? Nein. Ich meine, doch, natürlich. Bisher hat die Loge sich oft auf schwache Herrscher verlassen. Das war unser größter Fehler. Dich beeindruckt also, wie M hier seine Magier an der kurzen Leine hält? Wie klug von Yennefer, dich aus der Politik rauszuhalten. Du würdest wohl nicht mal merken, woher der Wind weht, wenn du frontal reinpissen würdest. Diese Abmachung mit M hier, die ist Sache der Zauberer. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann. Weiter? Schauen wir mal. Meinst du nicht, du solltest langsam aufhören, dich in Ciris Leben einzumischen? Nein. Aber dir ist schon klar, dass wir nicht irgendein Wolfsrudel sind, das du ihr mit dem Schwert vom Hals halten kannst? Und ob ihr das seid. Und natürlich kann ich das, wenn es sein muss. Hat die von der Tür eingebaute Taschenlampen oder was ist das? Wieso leuchtet die so im Dunkeln? Ich meine, ich kann das auch. Ich hab da hier und so eine. Nennt sich Fackel und so. Warte, hier ist etwas. Fühlst du es? Nein. Mein Medaillon. Lächerlicher Schnickschnack. Lass ich nicht lache. Die Einstimmung auf Elfenmagie ist etwas schwieriger, als ein übel riechendes Monster zu erschnüffeln. Sieh hier. Ahan Luma! Aha. Dann ist der Sonnenstein hier. Steh nicht rum und guck doof. Versuch lieber, die Spiegel zu bewegen. Ja, das ist so ätzend, ey. Okay. Was genau muss ich tun? Was genau muss ich tun? Keine Ahnung, was ich hier mache. Der Spiegel ist jetzt leer. Jetzt lese ich mich irgendwie darüber jetzt. Was tue ich hier eigentlich? Da ist auch ein Spiegel. Da muss man jetzt hin, oder? Hier ist das Echo der Abtastung am stärksten.
Ja, toll. Und, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Oh. Keine Ahnung. Ist nicht. So, Stein, okay. Okay, wir können jetzt sozusagen. Endlich. Her damit. Und dann nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was besprechen. Lass mich raten. Du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch. Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hernimmst. Ciris Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Ah ja. Nilfgaard wird dir gefallen, zweifellos. Ich empfehle die frische Gebirgsluft von Nazair. Und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil... Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Triss könnte was dagegen haben. Ah, richtig. Dann gib Yennefer doch einen freundlichen Rat, ja? Auf dich wird sie hören. Noch mehr weise Worte? Oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich werde schon allein zurückfinden. Das war so klar. Das ist ein Mistfink. Sü. Ja, nü. Am Weg raus hier, ne? Na, super. Da ist wohl noch etwas. Da gucken wir jetzt noch hin. Das habe ich ja außerhalb nicht gesehen. Vielleicht ist es ja in der Höhle. Geht's nicht weiter? Suchen wir mal. Vielleicht findet man ja noch irgendwas. Wenn nicht, muss man es doch außerhalb suchen. Irgendwo ist ja noch was verborgen im Dunkeln. Vielleicht nicht. Jetzt hier weiter vielleicht?
Was ist das denn? Oh, hier sind wir hergekommen. Gut. Jetzt nach links. Da ist bestimmt irgendwas. Hab ich mal gedacht. Rechts. Da klingt irgendwas komisch. Ein dickes Ding. Ist das ein Krabbeloide? Geralt, ne, spring einfach mal hier hoch. Oh, Gary, was machst denn du? Bin immer hergekommen. Okay. Geh mal hier runter. Ist noch irgendwas. I know it, I know it. Alter, okay. Ein Elfenschlüssel. Der passt wohin? Ist denn jetzt wichtig, dass wir hier durch müssen? Interessant, interessant. Das war so klar. Okay. Die Frage der Fragen ist jetzt, wo kommen wir jetzt raus? Gut. Macht nicht. Machen wir nochmal das Ganze. Wir wissen jetzt, wo wir ungefähr hin müssen. Da ist natürlich so eine Krabbelinski-Krabspinne hier irgendwo. Ich frage es mit dem Elfenschlüssel, was wir damit machen. Jetzt hier weiter? Nee. Hier vielleicht? Lang. Da lang. Hm.
Wofür ist der Elfenschlüssel? Da kommt man höchstwahrscheinlich nicht. Oder? Schütt noch eine Kiste. Okay. Okay. Da ist die Kiste. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Gibt es hier noch einen anderen Weg, frage ich mich. Da ist ein Hebel. Jetzt klappt es vielleicht. Ja. Gut. Ja, schön. Hätten wir das auch geschafft. Jetzt sehen wir zu, dass wir rauskommen hier. Aus dem Saftladen. Ach nee. Ich hoffe mal, ich nehme den richtigen Weg. Ich habe keine Ahnung. Okay, was ist das? Was ist für eine Tür hier? Okay, cool. Erscheinung. Ich würde es nicht wundern, wenn wir gleich überladen sind hier. Okay, wo waren wir jetzt drin? Wo müssen wir raus? In welche? Ach du elendliches. Dahin. Irgendwie da drüber. Schön, dass sie alleine rausfindet und wir halt nicht, ne? Dann sind wir hier im Spiegelareal wieder, oder? War da irgendwo ein komischer Ausgang?
Da hinten, glaube ich. Wo ist sie denn hingelaufen? Ach, hier geht's hoch. Ich hab's gewusst. Hier laufen wir hin. Naja, dann. Tür ist ja jetzt auf. Können wir jetzt rausgehen. Wie das dann hier weitergeht. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Da. Wie Gary sich ja anstellt. Jetzt endlich mal den bösen Rabin beschwören kann. Normalerweise müsste man hier gleich hier vorne irgendwo rauskommen. Das ist super. Was ist da? Haben wir doch geschafft. Da ist der Ausgang. Sehr schön. Na, da haben wir es doch geschafft. Dann, meine Freunde, war ich mal auf Video schauen. Bis zum nächsten Mal. Sind wir ja vor uns schon mal reingegangen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem Geralt. Ob er den Eredin jetzt besiegen kann oder eher nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und schöne Woche für euch.